Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mind Test, Mind Clone 5. Vollbild. So. Dann machen wir uns mal hier frisch ans Werk und bauen hier mal die Hinterwand ein. Für die Hinterwäldler. Ich hasse mein Leben. Ich hasse mein Leben. So. Alles, was wir brauchen, das ist eine ganze Menge. So, das sollte erstmal reichen. Ich hasse mein Leben so sehr. So geht's doch schon viel besser. Warum kann ich jetzt in dem Holz laufen? Das macht keinen Sinn. Ah ne, jetzt nicht mehr. Oh, wer weiß. Ja, ich weiß, da fehlt noch eine Reihe, aber kann ich doch später noch machen. Nein! Ja, das geht natürlich viel schneller, weil wir hier nicht direkt Glaskante auf Glaskante setzen müssen. Aua! Tat ja gerade weh. So. Okay. Na, wenn das nicht perfekt ist, dann weiß ich auch nicht. Easy. Gut, dann können wir jetzt unser Sandgerüst hier abbauen. Perfekt. Gut, jetzt müssen wir bloß noch hier gucken, wie in den Zwischenwänden, ob und wenn ja, wie wir die hier reinziehen. Ist natürlich das Problem, hier kann ich ja gar keine Wand hinmachen, weil er hier die Treppe hochkommt. Das heißt, wir machen dann die beiden Wände hier zu und hier ist dann der Durchgang halt einfach. Ja. Macht das Sinn? Ich hoffe doch. So. Die Frage ist, wie gesagt, wie machen wir jetzt das Dach am günstigsten? Da bin ich offen gesagt noch ein bisschen überfragt. Vor allem, weil es halt so scheiße hoch ist. Die Frage ist vor allen Dingen, machen wir einfach so ein flacheres Dach, was also quasi mit jedem Block nur einen halben Block hoch geht?
Oder machen wir wirklich so 45 Grad Winkeldach? Weil wenn ja, dann könnten wir da nämlich in Dach und noch richtiges Dachgeschoss einbauen, so groß wie das Ganze hier ist. Dann haben wir quasi drei Etagen, zwei riesige und ein Dachgeschoss. Wobei wir können natürlich auch noch einen Keller bauen könnten, hätten wir vier Etagen. Ne? Weil wir so schon so viel Platz haben und wie man weiß, wer viel Platz hat, der will noch mehr. Ist genauso wie mit Geld. Kennt man ja. Wie gesagt, erstmal. Komm, wir holen jetzt erstmal die Bäume ab. Die Morim, die wachsen und wachsen einfach überhaupt nicht. Schöner Wald, by the way. So viele Bäume hier. Hey, was wollen wir mit dem ganzen Holz, bitte? Das ist ganz schön viel. Was halt immer noch geil wäre, wäre so eine Mod. Wobei da schon manche Leute in Arbeit sind, sowas zu machen. Wo die Bäume dann wirklich richtig umfallen und dann. Ja. Das wäre natürlich am stylischsten. Wenn man dann auch gleich die ganzen Rohstoffe bekommt. Wenn ja so. Ne? Also, was ich mir so vorstelle, ist, dass der Baum halt erst so schön animiert umfällt. Danach ein Umfallen so Puff macht. Und danach dem Puff, die ganzen Mineralien halt unten drum liegen, die man dann einfach nur noch einsammeln braucht. Aber erstens tun sich die Leute, die sowas schon mal versucht haben mit dieser Unfallanimation, sich relativ schwer, die auch realistisch hinzubekommen. Also zumindest so realistisch, dass es ordentlich aussieht. Ja, und zum anderen ist natürlich dann auch die Sache, was denn nach dem Umfallen passiert. Weil entweder bleibt der Baum einfach als Objekt liegen, also als Entity. Und dann ist die Frage, was dann damit geschieht. Was ist denn los mit dir, Alter? Oder. Wie gesagt, meine Idee ist halt, dass man das, nachdem der Baum dann umgefallen ist, also nachdem die Animation davon abgespielt ist quasi, dann der Baum komplett verschwindet und stattdessen die ganzen Sachen hier gedroppt werden an der Stelle. Meinetwegen, wie gesagt, so richtig so ein schön cartoonmäßig mit so einer Puff-Animation, dass der Baum quasi erst, wie gesagt, umknickt und einen Puff macht und dann die ganzen Items rumliegen. Kann man wunderschön mit so einem Partikelspawner machen, dieses Puff. Ist ja eine Leichtigkeit. Ja, also, ne, da gibt's schon ein paar coole Sachen, die man mit da machen könnte. Wenn man den Baum irgendwo abhakt.
Das Schwierige ist halt wirklich quasi in dem Moment, wo man ein Ding abbaut, zu bestimmen, was ist alles dieser Baum, dann all diese Blöcke halt zu entfernen und daraus halt ein Entity zu machen, die man dann animieren kann. Das ist halt das, was dabei immer das Schwierigste ist. Gerade dieses Analysieren, was zum Baum alles dazugehört. Klar, klingt das natürlich erstmal einfach. Das ist der Baumstamm und alles, was an Blättern drumherum ist. Ja, das mag stimmen, wenn der Baum einzeln steht. Aber was machst du, wenn mehrere Bäume zusammenstehen? Und genau an den Stellen hapert es nämlich meistens, dass du dann richtig siehst, wie mehrere Bäume mit einmal als Block umfallen. Und das ist natürlich, da hört es dann auf. Und genau das ist dann immer das Problem bei den Sachen. Schwierig. So, wir haben jetzt ganz viel Holz. Unser Wald ist weg. Und ich bin mir immer noch nicht sicher, was wir jetzt hier eigentlich machen. Von daher würde ich mal sagen, wir lassen mal das Haus erstmal wieder Haus sein. Und machen stattdessen ein bisschen abwechslungsmäßig. Alter, ja, also Holz haben wir mittlerweile schon echt ordentlich, ne? Fünf ganzes. Ne, okay, also 4,5 Stacks. Nee, doch, fünf. 5,5 Stacks. Wow. Wir werden was machen? Also ich sehe, wir hatten ja letztens da hinten noch mal diese Höhlen entdeckt, ne? Wir können also mal die Dinger mal abchecken. Das wollten wir ja sowieso mal machen. Apfelstunden, ja, da. So. Jetzt machen wir eine kleine Höhlenwanderung. Dazu brauchen wir vor allen Dingen erstmal Proviant. Unser Schwert. Die Axt nicht wirklich, die ist ja schon wieder kaputt. Uiuiui. Die brauchen wir hingegen, wobei wir erstmal die Steinaxt aufbrauchen. So, wir haben Proviant, wir haben Licht. Wobei ein bisschen mehr Licht nicht schaden könnte, wobei wir auch noch ein bisschen Holz dabei haben. Die Erde brauchen wir eigentlich nicht. Wobei ein Stack zum UFO hochbaggern kann nicht schaden. So, Holz haben wir hier noch. Das hier zum Beispiel können wir noch aufbrauchen für Stöcker oder ähnliches. Wobei wir haben so viele Stöcker, wir nehmen mal lieber direkt Stöcker mit. So ungefähr. Okidoki, da haben wir hier einen Pfeil rumfliegen. Sehr geil. Hopp. Ich meine, wir haben sogar einen Bogen. Wir könnten also die Pfeile tatsächlich mal ein bisschen benutzen. Ein bisschen Spaß haben. Müssen die Pfeile direkt daneben liegen, glaube, ne? Verschießt Pfeile. Munition, Schaden von Bogen 1 bis 10. Ich sehe dann nicht, dass sie direkt. Ah, ne, müssen nicht direkt daneben liegen. Okay. Ah, okay, ich kann ja so doch aufsammeln. Indem ich einfach daneben stehe. Okay, cool. Gut, das heißt, ja, we are ready. Gut. Danke. Ach, guck mal, jetzt klappt es auch wieder mit dem Vergiften. Oder? Ah, nee, klappt immer noch nicht. Genau. Er zeigt zwar an, dass wir vergiftet sind, aber wir verlieren keine Herzen dabei. Das heißt, mit dem Vergiften klappt es immer noch nicht. Normalerweise müssen wir nämlich jetzt Herzen verlieren. Aber sowas kennt das Spiel gar nicht. Das Spiel liebt uns so sehr, dass wir quasi gratis Herzen bekommen. Einfach so. Alter, so viele Manneken hier. Was ist denn los mit diesen NPCs? Ist irgendwo ein Dorf in der Nähe oder spawnen die einfach so? Alter, ich schlachte die gleich alle ab. Tja, jetzt bin ich mal vor allen Dingen gespannt, Alter. Geile Frisur bei dir. Läuft mit dem Schatten. Ich bin vor allen Dingen mal gespannt. Genau, hier ist die erste. Wie es jetzt hier in den Höhlen aussieht. So, haben wir schon ein bisschen Kupfer, was wir aber glaube noch gar nicht brauchen können. Deswegen lasse ich das auch erstmal hier liegen. Du kommst mal direkt weg. Siehst du, sowas hier würde ich viel mehr schaffen. Eisen. Natürlich, wenn wir vor allen Dingen Diamanten suchen, weil davon haben wir noch gar keine. Wobei ich nicht weiß, ob wir auf der Höhe überhaupt Diamanten finden werden.
Aber zumindest finden wir noch eine Menge Eisen. Ist da mal, oh, ist da auch mal was Feines? Hier geht's nicht weiter. Okay. Da oben ist sonst auch nichts. Hallo? Kann ich bitte wieder raus? Danke. Da ist noch mehr Eisen. Rette das Eisen. Egal. Das Eisen kann da bleiben. So wichtig ist es das denn auch nicht. Wir haben ja zum Glück noch ein bisschen. So, hier geht's noch weiter. Oh, ein Minecart. Ui, wie süß. Aua. Was? Oh. Da habe ich gerade einen Stein hingesetzt. Ich glaub's ja. Also lieber so. So. Man kann ja auch die Gleise rumfahren, wenn ich jetzt hier A drücke, meine ich doch, genau. Das heißt, so fahre ich geradeaus. Und wenn ich jetzt dabei D drücke, dann fährt er hier rum. Sehr geil. Ist natürlich ein bisschen unrealistisch, weil das Gleis, das sieht aus wie eine Weiche, die nur von da nach da kann. Oder von da nach hier kann, aber nicht so. Aber wir können natürlich trotzdem wieder auch nach links fahren. Naja, was soll's. Realismus ist was für Angeber. So, hier gibt's nichts weiter. Okay. Ah, die Kamera ist schon wieder so tief. Ah, schon besser. Das heißt, man darf in Zügen nicht gebückt aussteigen. Was? Jetzt verfolgen die mich sogar schon hier in die Höhle hinein. Was ist denn los mit denen? Wisst ihr, wir hätten bei der Welt noch ein Bett mitnehmen können. Oh. Ein Bett mitnehmen können, damit, wenn es dunkel wird, wir pennen gehen können. Na gut. Soweit von zu Hause. Wegbewegen tun wir uns eh nicht. So zumindest nicht geplanterweise. Klappe. Klappe. Komm ich hier raus? Da komme ich raus. Da kommt ich auch nicht raus. Okay. Dann einmal hochbaggern. So, hier hinten war der andere, wo wir gerade unten waren. Genau. So, wo ist denn die nächste Höhle? Wir hatten ja hier ein paar gefunden, ne? Hier sind noch zwei. Ah, ne, einer. Der ist bloß eine Kante. Oh, das pisst schon wieder. Was ist mit diesem Dreck? Was ist mit diesem Schwein los? Was haben die denen angetan? Okay, da unten wird sehr schnell der dunkel. Wir sollten uns halt mal Fluchtweg bauen, damit, wenn da unten doch Monster auf uns warten, wir relativ schnell wieder raus können. Oh, und dann ist Lava. Damit könnten dort unten auch Diamanten auf uns warten. Weißt du, wieso bloß der eine? Schon besser. So, wir kommen hier noch relativ günstig raus. Das heißt, wir gehen mal hier lang. Ungefähr so. Ja, dann mache ich mir mal ein bisschen Licht. Ungefähr so. Und dann gucken wir mal, dass wir hier auch einigermaßen günstig langkommen, weil es hier ganz schön schnell runtergeht. Was wir jetzt mitnehmen können, wären so Seile, ne? So. Oh, das ist aber viel Eisen. Ist ja richtige Eisenmine hier. So, bis hierhin kommen wir noch relativ günstig. Und den baue ich mal hier ein bisschen. So, er sollte wieder relativ günstig rauskommen. Genau, das sieht doch gut aus. So. Da versuchen wir mal hier die ganze Kacke hier abzubauen, ohne in der Lava unten zu sterben. Waren wir unten bereits? Das sieht mir so bekannt aus mit dem Gestein da. Okay, so einen grünen Stein habe ich da noch nicht gesehen. Ist das einfach Emerald oder ist das ein besonderes Gestein?
Weil ich meine, für die, die es nicht wissen, eigentlich wäre ja Kupfer grün, ne? Aber gut. So, perfekt. Die schöne Kerze. Fackel. Ja, das sieht vielleicht garantiert nicht. Wobei, wenn ich Glück habe. Ja, perfekt. So, wie geht jetzt hier weiter runter? Ich würde mal sagen. So, von hier, hier kommen wir relativ gut hoch. Das heißt, wir müssen uns jetzt hier irgendwie so weiter runter bauen. Hier geht es auch relativ gut lang. So, das sieht doch schon mal gut aus. Gut, du kannst ja auch direkt weg. So, ich würde sagen, den Rest bauen wir uns einfach runter. Hier noch weiter runter zu graben. Macht wahrscheinlich wenig Sinn. Von daher. Hier hinter ist irgendwie ein Viech, was da so lang läuft. So, wir sind auf Lava-Level gekommen. Yay! So, was bist du? Irgendwas, was ich mit Stein nicht abbauen kann. Okay. Dann sehe ich nur Gold und ein bisschen Redstone. Oh, noch Eis. Okay. Haben wir einen Wassereimer? Vielleicht sollte ich mich hier mit einem Eimer lang bauen. Dann habe ich da unten, muss ich zwar ganz viele Fackeln aufstellen. Was? Diese ganzen Partikel hier überall, Alter. Ist ja. Sieht schon ein bisschen süß aus. So kann man schon so sagen. Ist schon ganz neckig. Ja, ich glaube mal, hier finden wir nicht so viel Diamanten an der Stelle. Das ist auch noch ein bisschen Eis. Gut, ich guck mal noch mal. Wir gucken mal noch mal wegen hallo? Wegen Wassereimer. Okay, hier bin ich falsch. Da muss ich lang. Hier bin ich auch falsch. Hier muss ich lang. Hier muss ich lang. So, dann klauen wir uns mal noch mal einen Wassereimer. Okay. So, wie geht's dem Mogeln? Oh, das sieht schon ganz gut aus. Gut, dann. Was?
Wir haben beim Abbauen gar keinen Plus bekommen. Ist er quasi genauso viel wie davor. Oh, diese Mohrrüben, die macht mich gaga. Wo sollen wir die überhaupt noch? Ich meine, gut, man kann mit den Mohrrüben und den Kartoffeln schon die Gerichte machen, aber die bringen mich gerade eher zur Weißglut als zu allem anderen. So, kann man überhaupt Gerichte machen? Oder war das nicht bei meinem Testgame? Das war doch bei meinem Testgame, oder? Ah, ne, man kann damit bloß eine goldene Karotte bauen. Wow. Oder craften. Super. So, wir brauchen... Erstens haben wir ein Seil. Wir hatten doch ein Seil gehabt irgendwo, oder? Ja, sag mal, wir hatten... Ah ne, wir hatten nur Strings. Faden. Okay. Gab's überhaupt ein Seil? Oder war... Alter. Das ist das Problem, wenn man mein Testgame und mein Klon spielt. Man weiß nicht, was wo war. Ne. Dann war das wohl mein Testgame mit dem Seil. Schade. Na gut, dann war's das schon mal. Dann können wir uns also bloß einen Wassereimer craften. Denn davon sehe ich hier erstmal auch keinen. Ah, wir haben Lava-Eimer. Wow. Man muss natürlich ziemlich aufpassen mit dem Wassereimer direkt im Quick-Menü. Kann eine Menge schief gehen. Ich würde die Lava gerne irgendwo verstecken, wo die keinen Schaden anrichtet. Und die beste Gegend, wo sie keinen Schaden anrichtet. Wäre genau hier. So, nee, wir müssen, aber ich, zumindest irgendwo in dieser Gegend kann man die bestimmt schön hinstellen. Oh, einfach hier reinfließen lassen. Klappe, Alter, ich bringe euch aber alle um hier. So, mal runter und dann haben wir hier nicht irgendwo ein Loch. Hier zum Beispiel. Bam, perfekt. Da ist sie gut versteckt, da sieht sie keiner. Unten fließt alles voll mit Lava und dann gibt's eine Party. Na, was willst du von mir? Guck mal, ich habe die gleichen Waffen wie du. Haha. Du Noob, du. Die sind einfach durch ihn durchgeschossen? Ich dachte, die bleiben dann bei ihm selber hängen. Ja, interessant. Oh, es ist dunkel. Egal, wir sind sowieso in der Höhle. Das ist sowieso dunkel, von daher. Nee. Ihr Schweine. Nee, hier bin ich falsch. Oder? Was ist das schon wieder für eine Höhle? Ach, da ist die andere Höhle. Ach, da ist auch noch eine Höhle. Ah! Direkt die nächste gefunden. Ja, nice. Aua. Aua. So, ich sag, ich habe natürlich kein Wasser mitgenommen. Ich vollforst habe natürlich kein Wasser mitgenommen. Danke. Gut. Soll ich mal sagen, Rest ist in der nächsten Folge. Hey. Bitte.
Bis dann.